القرآن ما والشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. Ich verfolge ihn schon sehr lange, nur war es für mich nicht interessant, über ihn zu sprechen. Ich habe das Video meinen Sheikh geschickt und die Antwort, dreimal dürft ihr raten. Die Antwort ist ganz klar, er ist ein Betrüger. Hier hat es nichts mit Magie zu tun oder mit, keine Ahnung, mit Wahrsager oder so. Es ist einfach nur Betrüger. Einfach nur ganz normal Betrüger. Aber selbst wenn wir analysieren, was er macht und die Menschen darunter kommentieren, wo ist er, ich möchte ihn gerne sehen und. Das, was er letzten Endes macht, macht er zu 95% seiner Videos. Und zwar den Koran rezitieren. Das heißt, wenn du Heilung haben möchtest, wenn du denkst, dass du krank bist und du brauchst Heilung, er liest nur Koran. Also du kannst auch auf dich selber Koran lesen. Also ganz, ganz einfach. Du hast Schmerzen, dann nimmst du deine Hand, legst du auf diese Schmerz rauf und du rezitierst Koran. Oder du rezitierst Koran in ein Glas, wo Wasser ist und dann trinkst du das. Also du kannst die ganzen Heilmittel, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, der Koran, den kannst du benutzen. Finger weg von den Betrügern und fang an dir selbst zu arbeiten.